Das ist hier der eine Polo. Der ist komplett, aber auch komplett zugestellt. Direkt daneben steht der andere komplett zugestellt. Da fehlt der Motor. Die Motoren liegen hier aber noch genug und nicht herum. Der ist auch komplett. Motoren sind, glaube ich, noch 3 oder 4 Stück hier am Liegen, die komplett sind, die man da einbauen kann. Der hier hat nämlich Hitzeschaden erlitten. Das ist hier dann der andere Polo, den habe ich selber 10 Jahre gefahren. Da habe ich die Bremsen neu. Neue Winterreifen vorne, hinten. Also Bremse ringsrum neu. So, der hat tatsächlich einen Tachostand, die Karosse. Der Motor hat aber 110 runter. Und den habe ich hier auf die schwarze Innenausstattung umgebaut. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und auch einzeln umklappbare Rücksitze, glaube ich, habe ich den auch umgebaut. Nee, hat er nicht. Das ist in dem anderen Polo drin. Ja, der hat hier so ringsrum ein paar Macken. Ein paar Stellen habe ich geschweißt. Und der hat hier diese 1-Liter-Maschine drin. Der ist soweit voll fahrbereit. Nur, ich habe den Motor eingebaut von dem anderen, der 110 ungefähr runter hat. Und hätte ich den Motor einfach mal die Kupplung, das Drucklager tauschen sollen, weil das quietscht extrem. Also der läuft, fährt, aber der wird so keinen TÜV kriegen. Der ist 30 Jahre alt, ist glaube ich der 91er. Ja, und der hat die hier an der Seite richtig einen weg. Da habe ich hier, man merkt das auch schon hier, die Tür. Da habe ich ein neues Scharnier reingebaut, dass die Tür nicht mehr so extrem wackelt, aber das sieht man noch, das übliche Problem. Dann habe ich hier den kompletten Kotflügel geschweißt, die ganze Seitenteile geschweißt, das gespachtelt und lackiert, sieht man auch. Ja, soweit ist dann dieser hier auch noch vorhanden. Der hat auch den gleichen Motor. 1 Liter, der läuft auch super. Der zieht auch gut. Ventildeckeldichtung ist hier am Arsch. Die müsste getauscht werden. Der Zahnring ist vor 20.000 gemacht worden. Verteilerkappe, Finger, Kerzen, das übliche, also ein Service komplett, Ölwechsel auch. Hier kamen Bremsklötze, Bremsscheiben, Bremsflexleitung, also die Gummileitung, dann die Bremsleitung komplett, also die starren Leitungen, die von hinten nach vorne komplett gehen. Der hat ja auf der rechten Seite mal irgendwie was gehabt, der wird auf jeden Fall lackiert, man sieht die Farbunterschiede und hier sieht man, da sieht man, wird abgeklebt. Wahrscheinlich damals, wo der neu war, weil das habe ich auch schon mitgekriegt, dass das Dach komplett gespachtelt wurde. Ja, wo er halt neu war. Ich dachte, das wäre der GT, das ist er aber nicht. Aber der ist voll fahrbereit. Den kann man eigentlich bis auf eine Kleinigkeit mit dem Tank stützen. Laufleistung hat der ja, Originale runter. Was war nochmal? Tankstützen, genau. Tankstutzen. Ach so, und der hat ein Handschuhfach, was man zumachen kann, also zuschließen kann, und die geteilte Rücksitzbank. Ja, das war der mit der geteilten Rücksitzbank. Und was der halt für ein Problem hat, also Winterreifen sind auch noch gute vorhanden, das sind gute Sommerreifen, es sind sogar Radkappen vorhanden, originale wie auf meinem, den ich gefahren habe. Und was der hier schon Probleme hatte, ist hier unten drin der Überlauf vom Tank. Der Tank wird neu gemacht und dahinter der Überlauf, da sieht man es, der ist ab. Da muss einfach nur der Schlauch drauf gemacht werden, eine Schelle festgemacht werden und gut ist. So, und dann kriegt auch wieder neu-TÜV. Der ist allerdings noch keine 30, der ist 29. Der wird also keine Haarzulassung kriegen. Und mit dem Dach da oben drauf wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, die 4 kann man im Paket kaufen, da die Dinger komplett sind und da die jetzt schon vor der Haarzulassung stehen. Was habe ich denn hier? Ja, ist halt, dass man preismäßig muss man verhandeln. Auf jeden Fall keine Originalkatalysatoren werden mitgegeben.